gestatten Sie, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Rosa Mayreder. Ich wurde am 30. November 1858 hier in Wien als Rosa Obermeier geboren. Mein Vater kam aus einer sehr ländlichen Gegend in Oberösterreich und hat sich auf den Weg nach Wien gemacht, dort ein abgewirtschaftetes Gasthaus übernommen und eine recht blühende Gastwirtschaft daraus gemacht. Ich wuchs also in einem recht gut bürgerlichen und wohlstandsverwöhnt sozusagen auf. Das Gasthaus zum Winter gibt es nicht mehr, es ist in der Nähe vom Stephansdom. Mein Vater hat mich natürlich als Tochter nicht studieren lassen, er hat mich aber immerhin, und das rechne ich ihm hoch an, mich an den Griechisch- und Lateinunterricht meiner Brüder teilnehmen lassen. Und es hat sich auch recht schnell herausgestellt, dass ich eine etwas raschere Auffassungsgabe hatte als meine Brüder. Aber das konnte man trotzdem nicht heranziehen, um mich studieren zu lassen. Diese Universität war damals in den 1870er Jahren natürlich noch für die Mädchen wie auch die Philosophische Universität gesperrt. Als Wertschätzung von meinem Vater rechne ich es ihm auch an, dass er mir nicht nur eine beträchtliche Erbschaft hinterlassen hat, sondern er ließ mich auch an den Samstagabend und Samstagabenden meiner Brüder an diesen Runden, an diesen geselligen Runden teilnehmen. Denn zu meiner Mutter hatte ich ein sehr viel distanzierteres Verhältnis. In den ersten Jahren kam sie gar nicht vor. Ich wurde von unserem Kindermädchen erzogen, der alten Hanni, war eine begnadete Köchin und eine herrliche Geschichtenerzählerin. Um die Erziehung hat sie sich herzlich wenig gekümmert. Meine Mutter umso mehr, und so wollte sie mir unbedingt, wie es damals üblich war, das Stickchen beibringen und mich dazu animieren. Aber schon in meinen allerersten Tagebucheintragungen habe ich geschrieben, das ist eine wahre Strafe Gottes. Und sie wollte mich eben auch, wie es damals üblich war, zu einer dieser leblosen Stoffpuppen heranziehen, die eben möglichst eingeschnürt in ein Mieder darauf warten, bis er sie erlöst und in den Hafen der Ehe führt. Verwöhnt durch die gute Köchin, die alten Hanni, habe ich doch einiges an Gewicht angelegt, war ein gesundes, rundes Mädchen und habe mich aber standhaft geweigert, das Korsett zu tragen. Das ist mir furchtbar übel genommen worden. Man hat mich nicht nur als plump bezeichnet, sondern es war geradezu unanständig. Nun ja, bei diesen Samstagrunden meiner Brüder, da kam recht regelmäßig auch die Brüder Mayreder. Naja, und so war es, dass ich mich in einen dieser Mayreder-Brüder verliebt habe, den Karl. Karl hat hier in dieser Universität studiert und er hat dann hier in dieser Universität auch Vorlesungen gehalten, Vorlesungen zum Städtebau. Ich war natürlich 20-jährig frisch verliebt und so liest sich eine meiner Tagebucheintragungen wie folgt. Karl kam gestern unerwartet früh. Das war eine jauchzende Lust. Ach, und in solchen Momenten wird es mir immer klar, warum ich ihm gegenüber so grenzenlos schwach bin. Ich hab ihn, ich halt ihn und alles wird Lust und Licht. Unsere Eheschließung, ich war damals 23, sind wir da auf die Wieden gezogen in die Plösselgasse und nur einige Monate nach der Eheschließung trage ich dann im Tagebuch Folgendes ein, also in den ersten glücklichen Monaten einer jung vermählten Frau. Da steht: Geld, Geld, mein und dein. Karl sorgt sich, sorgt sich. Und so oft er seine Brieftasche öffnen muss, seufzt er. Ich überwinde jedes Mal eine Scheu, so oft ich ihn um Geld anzureden gezwungen bin. So sehr ich ihn liebe, eine Mahnung an meine abhängige Stellung versetzt mich in einen sehr widerlichen Zustand ohnmächtiger Wut, dass ich kein Mann bin, dass ich nie frei werden kann. Und sein Verhältnis zu Geld hat sich auch während unserer langen, langen Ehe nicht gebessert. Er wurde wirklich geizig und zum Teil unausstehlich.
Und neben Gembrelt hatte er eine zweite Obsession, nämlich seine Arbeit. Ja, er war Architekt, er ist relativ früh als Vortragender hier in die Universität berufen worden. Und das waren immer die Ausreden, dass er sich hinter seinem Schreibtisch verschanzt hat. Er hatte auch lange Ferien, aber gleichwohl, wo immer wir waren, Marienbad, Dürnstein, in unserem Haus in Purkersdorf, Karl war kaum hinter seinem Schreibtisch hervorzubringen. Und sogar bei unseren Gesellschaften, die ich veranstaltet habe, war es einfach oft sehr schwierig, ihn da loszueisen. Ein regelmäßiger Gast bei mir war Rudolf Steiner, dessen anthroposophischen Ansichten ich nie viel abgewinnen konnte. Aber es war immer sehr interessant, mit ihm Gespräche zu führen. Jetzt schon verstorben, der Hugo Wolf, mit dem ich auch einen regen Kontakt unterhielt. Ich habe sogar ein Libretto für ihn verfasst. Er hat es mir zornig vor die Füße geworfen und erst ein paar Jahre später dann zu einer Oper verarbeitet. Ein schwieriger Charakter, Wolf, aber unheimlich anregend geistig. Nein, Kinder hatten wir keine. Ich hatte eine Fehlgeburt und alle 6 Ärzte haben gemeint, ich könnte selbstverständlich noch welche bekommen. Aber sie hatten nicht recht. Und so ist das, was mich auch heute noch in diesem Jahr 1919, was mich am meisten beruhigen kann in all diesen aufgeregten Zeiten, mein Schreibtisch. Er ist mir ein richtiger, wie zu einer Heimat geworden. Also die Arbeit als letztes Narkotikum vor dem Zustand der gänzlichen Verzweiflung. Dieses Jahr, heuer, 1919, ist wirklich schlimmer als alle Kriegsjahre zuvor. Die Teuerung ist immens. Und obwohl Karls Gehalt vom letzten Jahr um das 10-fache gestiegen ist, können wir uns viel weniger leisten als noch vor einem Jahr. Theater sind zum Glück wieder eröffnet, aber wenn wir nicht eingeladen sind, können wir uns auch keine Theaterkarten leisten. Die Brotration ist auf die Hälfte herabgesetzt worden. Ich habe in den letzten 2 Jahren 20 Kilo verloren. Man ernährt sich von schwarzen Nudeln, Erdäpfeln, selbstgemahlenem Weizen. Große Tumulte der Arbeitslosen und Invaliden vor dem Parlament. 3 Tote, viele Verwundete. Auf Wunsch der Kommunisten soll es einen Generalstreik geben. Aber der internationale Generalstreik ist missglückt. Unlängst habe ich mein Tagebuch geschrieben. Gewöhnlich geht man verdrossen und aufgebracht herum, wütend über die Mächte, denen die Welt ausgeliefert ist. Gerade wird in Versailles der Friedensvertrag von Deutschland unterzeichnet. Für mich ist es ein Kriegsvertrag, nach den Klauseln zu schließen, die darinnen sind. Und jetzt ist es fast auf den Tag genau 5 Jahre her, seit dem Mord in Sarajevo. Ich lese nur mal die Schlagzeilen Friedensbedingungen für Deutsch-Österreich. Es ist der völlige Ruin. Ich bin nur mal ohnmächtiger Zuschauer. Was soll man diese Summe von Habgier, Niedertracht und Unfähigkeit auch in sich hineinschlingen? Und zu den äußeren tristen Verhältnissen kommt jetzt auch noch die aufwendige Pflege von meinem Mann. Karl Mayreder ist schon öfters als Rektor vorgeschlagen worden für diese Universität, aber sein labiler Krankheitszustand, oder sollte ich besser sagen, sein labiler Seelenzustand lässt es nicht zu. Er quält mich mit wüstesten Beschimpfungen, hat entsetzliche Erregungszustände, gefolgt von übergroßer Angst und dann die tiefe Depression. Tja, ich glaube 20 oder mehr sogenannter Seelenärzte haben wir bestimmt schon konsultiert, natürlich darunter auch Dr. Freud. Naja, Dr. Freud hat gemeint, ja, er habe einen Vaterkomplex und mein sehr großes Selbstbewusstsein schüre in ihm unbewusste Ängste und Wut. Ja, was soll ich mit diesen Erklärungen anfangen? Offensichtlich bin also ich schuld an seinen Zuständen. Vielleicht erklärt das auch seine Besuche bei den Dirnen. Vielleicht ist es sogar eine Erklärung auch für meine früheren leidenschaftlichen Affären in den Armen potenter Liebhaber. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so mit über 60 an all die Leiden zurückdenke, die meine Beziehungen zu den Männern verursacht haben, bin ich ganz froh, dass die Jahre der Liebe vorbei sind. Neu angekommen in allen über 20 Republiken, die in diesem Jahr ausgerufen wurden, ist das Frauenwahlrecht. Ich war ja einer der ersten Vertreterinnen der neuen Frauenbewegung.
bin schon seit 30 Jahren dabei und was mich jetzt überrascht, dass dieses Wahlrecht jetzt eigentlich der Mehrheit der Frauen wie in den Schoß fällt. Wir haben darum gekämpft, eine Handvoll Frauen. Das war die Marie Lang, das war die Adelheid Bob, Bertha von Suttner, Marianne Heinisch. Und jetzt auf einmal kann es eine unzählige Schar von Frauen diese Macht auch für sich in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass gerade die bürgerliche und auch die bäuerliche Bevölkerung gar nicht recht versteht, wie sie mit diesem neuen Recht umgehen sollen. Das kommt uns jetzt also vom Himmel geschneit und ich bin auch schon wieder gefragt worden, ob ich nicht einen dieser Vereine beitrete. Ich war lange Jahre im Friedensverein. Ich bin aber für die Öffentlichkeit nicht geschaffen. Ich bin wirklich viel lieber hinter meinem Schreibtisch und schreibe. Weil das Problem, das auf uns Frauen jetzt zukommt in den Vereinen, ist, welcher Partei schließen wir uns an? Ich halte die bürgerlichen Parteien für unfähig. Und die Sozialdemokratische Partei, ehrlich gesagt, die verlangt von den Frauen eine komplette Unterordnung unter die Parteidisziplin. Und es macht mich traurig zu sehen, wie die Frauen jahrhundertelang sich unter das Joch ihrer Ehemänner haben spannen lassen, nur um sich jetzt wieder unter das sehr rigorose Joch auch der Parteidisziplin unterzuordnen. In diesen Zeiten der Not, Not lehrt bekanntlich beten, aber sie lehrt auch zu genießen. Wir hatten ja schon vor 20 Jahren das elektrische Licht und ich habe es genossen. Ich, die in der Nacht kaum schlafen kann, aufstehen, Licht machen, lesen, schreiben. Wenn Sie je beim Schein einer Kerze versucht haben zu lesen, werden Sie wissen, nach einer halben Stunde Tränen Ihnen die Augen, es schwindelt Ihnen alles vor dem Buch und Sie können gar nicht weiterlesen. Aber jetzt, 1919, in diesem schwierigen Jahr, hat man es wieder rationiert. Es ist in der Nacht nicht verfügbar. Und das ist wirklich eine der technischen Errungenschaften, die ich nicht missen möchte, das elektrische Licht. Und Sie, die Sie mir da jetzt schon einige Zeit zuhören, würde mich jetzt interessieren, welche technische Errungenschaft möchten denn Sie nicht missen? Sie können auch gern näher kommen, damit ich Sie vielleicht verstehe. Ich meine, ja, die Eisenbahn. Ich finde halt, so wie jede technische Entwicklung, treibt sie einen großen Raubbau auch an der Natur. Ja? Ich habe schon 1905 geschrieben, dass das Tragische am Mensch ist, dass er immer Sklave seiner eigenen Schöpfungen wird, weil er seine Folgen nicht im Voraus zu erkennen vermag. Und so hoch seine Herrschaft über die Natur gestiegen ist, die Herrschaft über sein eigenes Leben hat er verloren. Es ist der Mensch wohl Herr der Natur, aber nicht mehr Herr seines Lebens. Er lebt nicht, er wird gelebt. Oder teilen Sie meine Meinung nicht? Leben Sie Ihr Leben oder haben Sie das Gefühl, dass Sie von vielen Zwängen, durchaus auch der Technik und der technischen Erfindungen, mehr Vorgaben bekommen, als Ihre ursprüngliche Intention war? Gut, schön, freie Menschen, sie bestimmen und herrschen über ihr Leben. Wunderbar. Ich freue mich wirklich, dass die Universität gerade in diesem Jahr 1919 auch für uns Frauen geöffnet wird. Vielfach und immer wieder ist behauptet worden, Frauen hemmen den technischen Fortschritt. Aufgrund ihrer generativen Fähigkeiten, sprich, dass sie Kinder bekommen, würden sie sich zum einen nicht dafür interessieren und sie würden sich dem nur hemmend entgegenstellen. Aber ich habe schon vor vielen Jahren in meinem Essay Zivilisation und Geschlecht festgehalten, dass die Frauen den Fortschritt keineswegs hemmen werden. Das glaube ich ganz bestimmt nicht. Ich glaube vielmehr, dass die Frauen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts der Lebensbedingungen beitragen werden.
Das Wesen der modernen Zivilisation ist auch männlich in dem Sinne, als sie massenhaft Mittel aller Art hervorbringen, ohne deren kulturelle Verarbeitung abzuwarten. Und niemand hält sich mit der Frage auf, was all diese Erfindungen für die Seele des Menschen bedeuten. Wem die technischen Erfindungen letztlich zugutekommen. Und wenn man sich bei all dieser betriebsamen Geschäftigkeit der Zivilisation fragt, was denn an tieferem Glück gewonnen wird, bekomme ich da eine Antwort von Ihnen? Was an tieferem Glück durch die technischen Errungenschaften für uns gewonnen wird? Freiheit. Und inwiefern schafft die Technik Freiheit? Also Eisenbahn, das kenne ich auch. Ich persönlich finde ja, dass erstens mal eine Eisenbahn schon einen Raubbau auch an der Natur betreibt, weil sie einfach Lebensraum von vielen Tieren, von vielen Pflanzen zerstört. Ich benutze auch mitunter die Eisenbahn, ja. Aber ehrlich gesagt, ob man jetzt 5 Stunden oder 15 Stunden braucht, um wohin zu kommen, erscheint mir dem Wesen nach nicht wirklich etwas Neues. Es erhöht die Geschwindigkeit. Und so wie mein Mann nervenkrank wurde, beobachte ich das hin und hin in unserer Gesellschaft. Sie kommen mit der Geschwindigkeit dieser technischen Erfindungen einfach nicht mehr mit. Unlängst ist das Flugzeug erfunden worden, natürlich nur für militärische Zwecke. Wobei ich mich frage, ob nicht viele Erfindungen ohnehin aus militärischen Gründen oder für militärische Zwecke erfunden werden. Und darin besteht genau meine Hoffnung, dass nämlich, wenn sich der Anteil der Frauen hier an dieser technischen Universität erhöht, dass sie diesen weiblichen Anteil in die technischen Erfindungen hineinbringen. Also Techniker finden, die nicht zwangsläufig Raubbau an der Natur betreibt, die effizient sind, die leise sind, die wirklich nützlich sind. Was fällt Ihnen da ein? Welches technische Gerät ist denn wirklich nützlich? Also eine was? Ein Flugzeug ist nützlich. Achso, und das benutzen jetzt auch Zivil. Nein, das weiß ich. Aber ich fand zum Beispiel, eine Frau hat etwas, finde ich, wirklich Praktisches erfunden, nämlich die Geschirrspülmaschine. Sie kennen sie sicher, Josephine Cochrane. Ja? Kennen Sie? Kennen Sie nicht? Wundert mich. Sie hat nämlich bei der Weltausstellung in Chicago, wann war das? 1893, einen Preis dafür gewonnen. Und Sie kennen sie gar nicht? Die Geschirrspüle, gell? Ich habe sie auch im Haushalt, sehr praktisch. Ja, hat Josephine Cochrane erfunden. Wundert mich nur, dass Sie nicht ihren Namen kennen. Ach, das kann damit zusammenhängen, dass das Patent natürlich ihr Mann angemeldet hat, weil sie es ja nicht anmelden durfte als Frau. Daher ist sie nicht bekannt. Aber ich meine, nur solche Art von Erfindungen. Sie scheinen ja überhaupt aus einem anderen Jahrhundert zu kommen. Sie können mir doch sicher sagen, welche Erfindungen seit 1919 von Frauen gemacht wurden. Nein? Muss es doch viele geben, jetzt wo jetzt sicher viele Frauen hier studieren? Nein? Vielleicht gibt es weibliche Frauen. Dann teilen Sie mir sie jedenfalls unbedingt mit. Das ist jedenfalls meine Hoffnung, also dass viele Maschinen einen weiblichen Charakter bekommen werden, weil wozu sollten denn sonst die Frauen in Berufe eintreten, in denen sich schon ein Mann in seiner doch widerstandsfähigeren Natur zu seelenlosen Menschen, zu seelenlosen Maschinen mechanisiert wird. Das wäre für mich der große Zugewinn von den Frauen, die ab jetzt eben hier an dieser Technischen Universität studieren dürfen. Naja, ich habe keine Uhr, aber ich glaube, Sie haben so etwas an Ihrem Handgelenk. Vielleicht können Sie mir doch noch eine oder eine andere Erfindung sagen, die Sie nicht missen möchten, bevor ich wieder in mein Jahrhundert zurücksinke. Die moderne Toilette! Die moderne Toilette. Ja, aber die gab es 1919
Auch schon. Es hat sogar, Sie kennen ja alle natürlich unsere große Landesmutter, die Maria Theresia, die Kanalisation in der Innenstadt zumindest schon teilweise eingeführt. Finde ich auch ein ganz großer Zivilisationsort. Auf alle Fälle. Ja, aber ich nehme an, dass an dieser Technischen Universität ja noch andere Erfindungen gemacht wurden oder an anderen Technischen Universitäten. Die Nähmaschine, ja, 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 genau, das war ein Landsmann und ich weiß, dass er hier drüben ein Denkmal hat. Ich habe kein Denkmal als Feministin des 19. Jahrhunderts, aber ich habe immer einen kleinen Park vor der Technischen Universität. Gut, ja, dann darf ich mich von Ihnen verabschieden. Danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören.